Heute wollen wir zuerst den glorreichen FC Bayern zerstören, indem wir alle Spieler mit einer Gesamtstärke von mindestens 70 zu freien Spielern machen. Mit nur einem einzigen Stern hat diese neue Bayern-Mannschaft dann auch nichts mehr in der Bundesliga verloren und es geht runter bis in die dritte Liga. Von dort aus wollen wir den deutschen Rekordmeister dann wieder aufbauen und das ausschließlich mit Jugendspielern. Ziel am Ende des Videos natürlich die Champions League. Bevor wir reinstarten, vergesst die Liebe nicht. Daumen nach oben für euch, nur ein kleiner Klick, Abo-Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Kommentar für den Algorithmus, gerne auch mit weiteren Vorschlägen und jetzt starten wir rein. Starten wir also rein und schauen uns erstmal an, wie der FC Bayern, also in der FIFA 23, mit nur einem einzigen Stern aussieht. Passend zur Jugendspieler-Sprint to Glory besteht unsere Startelf auch nur aus Spielern, die aus der Bayern Jugend kommen, hier im FIFA 23 Karrieremodus, sowie als Beispiel Arion Ibrahimovic oder auch Paul Wanner. Bevor jetzt einige Leute fragen, was mit Mathis Tell ist, ja, der hat zwar eine Gesamtstärke unter 70, aber ich zähle den nicht als richtigen Bayern Jugendspieler. Der ist zwar jung zu Bayern gekommen, aber hat noch nie in der U19 oder zweite Mannschaft gespielt. Ach ja, und den Rest der Mannschaft habe ich mit den schlechtesten freien Spielern gefüllt, wo wir nach und nach die Verträge auflösen werden, wenn wir Jugendspieler am Start haben. Labern wir jetzt aber nicht weiter um den heißen Brei und verpflichten endlich die ersten Scouts. Immerhin haben wir die finanziellen Mittel des FC Bayern, was es uns erleichtert, drei stabile Scouts zu verpflichten, die für das erste Jahr jetzt erstmal nach Deutschland, Frankreich und Niederlande geschickt werden. Ich denke mal, zum Anfang werden wir uns die Scouting-Berichte auch noch ein bisschen detaillierter angucken. Später im Verlauf des Videos werde ich euch, denke ich mal, die Berichte dann nur zeigen, wenn auch wirklich stabile Talente drin sind. Und jetzt starten wir also endlich rein. Ich bin gespannt und hoffe, dass wir auch gut vorankommen werden. Ach ja, bevor ich es vergesse, wir haben ja hier schon Jugendspieler in der Akademie. Die sind auch alle so gut wie bereit, um schon zu den Profis hochgezogen zu werden, sind keine Megatalente, aber wir können immer mehr und mehr, wie schon vorher erwähnt, die freien Spieler halt auflösen. Ey, und dieser Südkoreaner, ich sehe es gerade, hat ein Potenzial von 89 mit einer 57er Gesamtstärke, als ZDM sogar gebrauchbar. Sung So Sin, willkommen in der Mannschaft, Digga, let's go! So, und damit Feuer frei, Leute, die ersten drei Scouting-Updates. Aus Frankreich haben wir zumindest mal einen halbwegs annehmbaren Torwart, 400.000 Euro Marktwert bei 17 Jahren. Ja, bei dem Kollegen bin ich mir unsicher, Potenzial sieht nicht so schlecht aus, Gesamtstärke ist aber halt Toilette, deswegen würde ich wahrscheinlich eher nicht mitnehmen. Ich bin übrigens absolut kein Experte, was Jugendspieler in FIFA im Karrieremodus angeht, deswegen, falls ihr Tipps habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Aus den Niederlanden haben wir ein 15-jähriges, relativ stabiles Talent, wobei auch hier die Gesamtstärke halt nicht so geil ist. Rest kann man aber auch wieder getrost vergessen. Ja, und ihr seht im Hintergrund, Leute, der Scout aus Deutschland, würde ich sogar sagen, liefert uns kein einziges annehmbares Talent. Die, die halbwegs gehen würden, sind halt schon 17 und haben 200.000 Euro Marktwert. Damit haben wir jetzt aber immerhin mal unsere ersten zwei eigenen Talente in der Jugendakademie. Selbstverständlich werde ich mich ab hier natürlich auch bei jedem Spieler, bei jedem Jugendspieler um die Entwicklungspläne kümmern. Und falls sich beim Spieler die Position ändern sollte, dann seht ihr das Ganze natürlich auch. Mit unserem 6er aus Südkorea und einem Potenzial von 89 haben wir aber auch schon den ersten Jugendspieler in der Startelf. Positionswechsel nicht bei einem Jugendspieler in dem Sinne, sondern halt bei Gabriel Vidovic, den wir zum Mittelstürmer machen. Oh, plus 2 in der Gesamtstärke. Männer, merkt euch das. Dieses Mal stimmen bei den Talenten aus Deutschland ansatzweise die Gesamtstärken, aber dafür haben wir wenige Spieler mit wirklich großem Potenzial am Start. Ja, Mann, Digga, endlich unser erstes richtig stabiles Talent. 17 Jahre alt, 1,3 Millionen Euro schon wert, Potenzial Richtung 90er Bereich. Ich hoffe es mal. Den könnten wir mal mitnehmen. 16, fast eine halbe Million schon wert. Ja, bei dem Kollegen eigentlich 17, die Gesamtstärke, wenn wir das vergleichen mit dem gerade eben, eigentlich zu schwach, aber ich nehme ihn trotzdem mal mit. Gerade am Anfang würde ich mal behaupten, kann man einfach mal mehr Spieler mitnehmen. Aussortieren kann man ja dann immer noch und vielleicht entpuppt sich ja irgendein Spieler, so wie der hier, als mieses Talent irgendwie. Ja, Rick Jansen, nehmen wir mit, aus den Niederlanden. Der Kollege hier, 1,3 Millionen Euro wert schon. Let's go. Rest ist dafür nicht der Rede wert, aber ich meine, unsere Ausbeute ist immerhin schon mal ein bisschen größer als beim ersten Mal. Und tatsächlich haben wir jetzt hier auch schon zwei Spieler in der Startelf mit Lars Jakobs und Nicolas Raimond, die in die Startelf könnten mit ihrer Gesamtstärke von 61 und 64. Ich würde jetzt aber lieber erstmal warten, wie das Potenzial noch bei dem einen oder anderen aussieht, weil sonst ziehen wir die hoch und am Ende stellt sich raus, die haben nur ein Potenzial von nicht mal 80. Ich glaube, den ersten Kollegen hier mit Christoph Fuchs können wir auch schon raushauen wieder. Gesamtstärke ist zwar wie gesagt in Ordnung, aber Potenzial nur 84. Na, lassen wir mal lieber. Jetzt, wo man weiß, was man so ein bisschen von Jugendspielern erwarten kann, steigt natürlich auch das Niveau und die Erwartungen und ich werde natürlich nicht jeden mehr mitnehmen. Was auch immer gut und gerne bedeuten kann, wenn ich mir die Talente hier im Hintergrund mal so angucke, dass wir aus drei ganzen Scouting-Berichten vielleicht doch mal keinen einzigen Spieler mitnehmen werden und das ist hier im dritten Monat schon das erste Mal der Fall. Ich frage mich aber, der richtige Zeitpunkt ist, die Spieler hochzuziehen. Ich glaube, bei Rick Jansen, der jetzt eine 61 hat, ein Potenzial von mindestens 84, könnte es auf jeden Fall soweit sein und wir ziehen es durch. Und wir ändern noch das erste Mal die Position, nämlich vom Mittelstürmer zum rechten Flügel und das gibt ein Plus 4 für dieses Jugendtalent aus Frankreich. Ganz ehrlich, Leute, wer wagt, der nicht gewinnt. Ich ziehe auch den Kollegen Raimond jetzt einfach hier hoch, in der Hoffnung, dass er vielleicht wirklich ein stabiles Potenzial hat. So, Männer, lasst mich nicht hängen und die lassen mich auch nicht hängen. Rick Jansen, Potenzial von 89, ein aufregender Mann für die Zukunft. Let's go. Dasselbe gilt für unseren Flügelspieler. Auch er hat ein Potenzial von 89 und ist ein aufregender Mann für die Zukunft. Ach ja, wundert euch nicht wegen Malik Thielmann. Ich habe vielleicht den ein oder anderen Leihspieler vergessen, aber den holen wir zurück und geben
geben ihn einfach direkt frei. Damit drücken also auch die nächsten beiden Jugendspieler in die Startelf. Wir haben Jansen, wie gesagt, auf Linksverteidiger und zu guter Letzt Raymond auf dem rechten Flügel, Wanner zurück auf der 10. Leider werden uns einige Jugendspieler jetzt auch wieder verlassen aus der Jugendakademie, weil ein Potenzial unter 84, glaube ich, geht wirklich gar nicht. Das könnten wir nicht gebrauchen, auch wenn das in der dritten oder zweiten Liga schon ausreichen würde, aber wir wollen natürlich eine Mannschaft aufbauen, die irgendwann die Champions League gewinnt. Oh, 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 der 15-Jährige da unten, bitte hab gutes Potenzial, bitte, bitte, ja, oh, oh, bitte, guten Marktwert auch noch, oh, ja, Baby, Digga, Lasse Meier, 2,3 Millionen wert, der ist gerade mal 15, Potenzial bis 94, Digga, das ist ein Megatalent, let's go. Uff, Digga, Lasse Meier hat schon eine 64 und ist gerade mal 15 Jahre alt, der wird sowas von Stammspieler, wenn er 16 ist, das kann ich euch jetzt schon garantieren. Da will uns jetzt also auch schon der erste Jugendspieler verlassen nach 3 oder 4 Monaten in der Jugendakademie. Das ist Matthias Baumann, der 17, hat mindestens schon mal ein Potenzial von 83, hat jetzt eine 57 an Gesamtstärke, ist in Ordnung, ziehen wir auch zu den Profis. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich werde den Vertrag von Johannes Schenk auflösen. Wir brauchen einen neuen Keeper. Ich werde erstmal den aus der Jugendakademie benutzen, weil Schenk hat ein Potenzial von sage und schreibe 72 mit 19. Das ist halt einfach ziemlich wack. Deswegen, ich werde den freigeben und wir ballern einen Jugendspieler rein. Damit können wir jetzt also Kollege Mathieu im Tor begrüßen mit einer 56er Gesamtstärke und einem Potenzial immerhin von 83. Ja, Niederlande hat relativ gut begonnen, aber halt auch genauso stark nachgelassen. Aber immerhin, Frankreich rettet es nochmal ein bisschen raus mit einem Talent mit 1,2 Millionen Euro wert schon. Oh, Lasse Meier, Leute, er wird so ein gutes Talent, Digga. 78 bis 94er Potenzial. Bleibt bitte weiter oben, denn der wird richtig gut. Das habe ich jetzt schon im Gefühl. Oh, Baby, Deutschland liefert. Julian Zimmermann, 1,5 Millionen Euro Marktwert. Potenzial ist nicht der Burner, aber mal gucken, vielleicht kann man ihn trotzdem mitnehmen. Oh, ja, Gesamtstärke, ja, 2,2 Millionen Euro. Melvin Jakobs, komm in meine Arme, Junge. Und dann haben wir also das nächste deutsche Talent mit immerhin 1 Million Marktwert. Aus Frankreich dann auch endlich mal einen wieder mit 1,2 Millionen sogar. Und damit ist jetzt also auch endlich die erste Saison vorbei in dieser Jugendspieler-Sprint to Glory. Weitere Scouting-Berichte wird es für dieses erste Jahr zumindest erstmal nicht mehr geben. Frühstücken wir aber erstmal kurz ab, wie es mit dem FC Bayern lief hier in der dritten Liga und das relativ ordentlich. Während wir in den ersten 20 Spielen wahrscheinlich 16 Mal verloren haben, lief es in den 20 Spielen danach deutlich besser und wir haben gefühlt 16 Mal gewonnen. 54 Punkte macht das am Ende und Platz 10 in der dritten Liga. Und das hier ist die Mannschaft zum Ende der ersten Saison. Sieht auf alle Fälle ganz ordentlich aus. Wir haben Jansen schon bereits mit einer 65er Gesamtstärke, Sinn immerhin bei einer 61 hier im zentraldefensiven Mittelfeld und Raymond mit einer 67. Ansonsten von den Bayern-Talenten Vidovic, 70er Gesamtstärke bereits sehr, sehr stark. Wanner mit einer 67. Wir haben Arion Ibrahimovic mit einer 64. Und den Rest der Gesamtstärken, den seht ihr ja selber. Unser Keeper immerhin schon mal bei einer 58. Mehr zum ersten Jahr ist, glaube ich, auch erstmal nicht zu sagen. Wir haben ja auch hier einiges an Zeit verbracht. Deswegen starten wir jetzt endlich mit der zweiten Saison rein. Ey, ich habe so ein bisschen Angst, Leute, dass uns ein paar Jugendspieler jetzt hier vielleicht wirklich verlassen könnten, weil die jetzt schon lange in der Jugendakademie sind, auch schon 18, 17 Jahre alt sind und noch nicht zu den Profis hochgezogen wurden. Deswegen ziehe ich jetzt wahrscheinlich so die 5 mit ältesten Spieler zu den Profis. Ich weiß, das ist nicht so gut für deren Potenzial, aber ich hoffe mal, dass wir trotzdem den einen oder anderen im nächsten Jahr in der Startelf sehen. Okay, wir haben jetzt also folgende Kandidaten neu in der ersten Mannschaft. Der Kollege hier mit dem Potenzial von 85, ein weiterer Franzose sogar mit dem Potenzial von 90, was wir leider noch nicht sehen, weil er halt keine 60er Gesamtstärke hat. Ein weiterer deutscher Zehner mit 84er Potenzial. Raymond hat sein 89er Potenzial behalten. Der Zimmermann hat immerhin ein 81er Potenzial. Und wen es leider ganz schwer getroffen hat, das ist Rick Jansen, denn er ist vom Potenzial auf 81 gesunken. Warum, wieso, weshalb, weiß ich leider nicht. Aber auch unser Torwart immerhin noch bei einer 83 geblieben. Dieses Jahr stocken wir die Scouts erstmal ein bisschen auf, indem wir einen zweiten 5-Sterne-5-Sterne-Scout an den Start bringen. Wir wollen den nächsten Manuel Neuer finden, deswegen 9 Monate Suche in Deutschland nach Keepern. Warum nicht auch vielleicht so den nächsten Alaba oder Paul Wanner finden? 9 Monate auf nach Österreich. Und 9 Monate insgesamt wollen wir also technisch begabte Spieler in England suchen. Ich glaube, die letzten Jahre gerade mit den ganzen Abgängen in die Bundesliga, Talente und so weiter, hat gezeigt, dass es da einige Spieler dieser Art gibt. Im selben Atemzug würde ich gerne die ersten Spieler fürs zweite Jahr aus der Jugendakademie zu den Profis befördern, sowie der Kollege hier, Auguste Blondel, als Innenverteidiger. Ein weiterer Franzose, Auguste Lefebvre. Nee, Digga, nee, Bruder. Aus Prinzip schon wegen deinem Namen nicht. Haust da rein. Nee, kleiner Spaß. Den Rest lassen wir natürlich erstmal so, wie er ist. Und ich glaube, ihr wisst aber auch schon, auf wen ich mich besonders freue. Damit haben wir jetzt also mehr Jugendspieler, die wir selber reingebracht haben in der Startelf, als aus der eigentlichen Bayern-Jugend. Wir haben Arembi noch am Start, wir haben Herold als Rechtsverteidiger, Ibrahimovic und Wanner machen jetzt hier eine Doppel-10 und zu guter Letzt Vidovic vorne im Sturm. Damit steht die Mannschaft also für diese zweite Saison und wir können jetzt endlich reinstarten in den Kalender und uns auf die Jagd nach neuen Talenten machen. Erstes halbwegs ordentliches Talent fürs
fürs Tor. 1,2 Millionen Euro wert, wobei das Potenzial schon mal nicht so spicy aussieht. Dominik Leitner aus Österreich, auch in Ordnung, 1,3 Millionen, aber auch hier wieder Potenzial nicht so geil. Jamie Smith, Junge, was ist das für ein Name? Egal, komm mit. Üff, Leute, eigentlich muss ich den Keeper schon hochziehen. Lennart Keller, der hat eine 64 bereits, der ist deutlich besser als unser aktueller Stammkeeper. So weiß ich halt bei dem immerhin, dass der ein 83er Potenzial hat und wenn ich den Kollegen da gleich hochziehe und er hat irgendwie nur 74, dann wäre ein bisschen scheiße. Deswegen bin ich jetzt einfach mal dafür, lieber noch einen Monat abzuwarten. Ja, und siehe da, das Potenzial ist jetzt bei mindestens 63 und maximal 83. Ich werde den jetzt einfach mal hochziehen und wir gucken, wo das Potenzial landet im Endeffekt. Ja, 77. Lennart Keller, für dich haben wir leider absolut keine Verwendung. Ich mache den Kollegen Smith jetzt einfach mal hier zum Stürmer und vielleicht wird das sogar richtig Gesamtstärke bringen. Ja, so sieht's auf. So sieht's aus, Junge, ich kann nicht reden, ey. Und jetzt haben wir hier auch das erste Mal, dass ein Jugendspieler den Vertrag aufgelöst hat in unserer Akademie. Das ist Leon Ziegler. Ich weiß leider nicht, ob der ein Megatalent war. Vielleicht auch ein 18-Jähriger, der gerade mal eine 60 hatte. Das weiß ich gerade leider nicht. Oh, yes, baby, yes, baby, yes, yes, yes. Marvin Sommer ist es. Marvin Sommer, 78er Gesamtstärke bis zu 78. Beginnt auch bei Potenzial 78 bis 94. Bitte, Bruder, sei es. Oh, Jonathan Haas. Jonathan Haas, mindestens Potenzial von 84 und 1,9 Millionen schon wert. Let's go. Uff, Marvin Sommer hat schon eine 63er Gesamtstärke. Bitte werde schnell 16 und bitte hab gutes Potenzial. Es ist endlich soweit, Leute. Let's go. Ich freue mich so extrem. Lasse Meier, 72er Gesamtstärke mittlerweile. Gerade 16 geworden. Komm zu den Profis, mein Junge. Komm und rasier alles. Und auch bei Sommer, gutes Zeichen. Potenzialbereich geht eher nach oben als nach unten. Und da haben wir ihn jetzt also bei den Profis mit gerade mal 16 Jahren und einem Potenzial von exakt 90. Kurz die Position noch zum linken Flügel geändert, denn da will ich ihn einsetzen. Womit die Startelf jetzt also folgendermaßen aussieht, es wird immer besser und besser. Oh, let's go. Fast hätte ich den Bruder abgelehnt, aber nee, Leo Bauer, 1,5 Millionen Euro Marktwert mit 15. Immerhin, lange Flaute in England gehabt, jetzt mal wieder ein ordentliches Talent. Marvin Sommer ist es, Leute. Den Auftrag vom Scout, den werde ich, glaube ich, gleich beenden, weil wir haben unseren deutschen Keeper gefunden. Der wird bis zum Ende am Start sein und ist halt, wie gesagt, gerade mal 15. Genau wie bei Lasse Meier, wenn er 16 ist, ab zu den Profis. Das heißt, wir rufen den Scout, der in Deutschland war, zurück, um ihn wieder nach Deutschland zu schicken. Dort soll er aber nicht nach Keepern suchen, sondern weil das auch ganz gut funktioniert hat, 9 Monate einfach mal nach starker Physis. Hoffnung ist dabei, dass wir vor allen Dingen Verteidiger, Sechser, Innenverteidiger, Außenverteidiger finden, weil davon haben wir bisher leider noch nicht so viele in der Jugend. Den einen Kollegen, glaube ich, könnten wir deutlich besser zum Zentralmittelfeldspieler machen. Auch 15 Jahre alt, Leo Parsons und ja, Digga, what the fuck, er steigt auf eine 64. Ja, Mann, genau das brauchen wir. Anton Lang, stabiler, physischer Spieler, 1 Million Marktwert, 16 Jahre alt. Damit schließen wir jetzt also auch endlich das zweite Jahr ab. Beginnen wir kurz und schmerzlos mit dem einzigen Wettbewerb, den wir haben, nämlich die dritte Liga. Es ist eine Steigerung, Platz 6 und das, obwohl wir, glaube ich, gefühlt nur einen Punkt mehr auf dem Konto haben, nämlich 56 an der Zahl. Mit dem Aufstieg haben wir hier in der dritten Liga aber auch noch nicht viel zu tun. Das hier ist die Mannschaft zum Ende der Saison und ich bin auf alle Fälle sehr, sehr zufrieden. Wir haben mit Meier jetzt hier schon eine 75 am Start, Raimord ebenfalls eine 74, Sinn leider noch so ein bisschen enttäuschend, nur mit einer 66er Gesamtstärke. Ich hoffe, der kommt aber noch, weil das Potenzial hat er. Jansen immerhin trotz wenig Potenzial noch auf eine 72 gestiegen, wir haben Blondell auf eine 68 und das Ziel fürs nächste Jahr wird es sein, Spieler wie Arem Bi, Herold oder auch vielleicht Ibrahimovic hier im Mittelfeld zu ersetzen. Und ganz vielleicht könnte man dann ja auch im nächsten Jahr schon ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden. Dafür müssen wir jetzt aber auch erstmal ins neue Jahr reinstarten und genau das machen wir jetzt auch, Saison Nummer 3, Film ab. Okay Leute, es ist an der Zeit, Spieler in die erste Mannschaft zu befördern. Der erste, natürlich Marvin Sommer, auch wenn er nur ein Potenzial von 82 mindestens hat, ist das mehr als nur in Ordnung und ich glaube, den können wir mit 16 und 66 bis zum Ende haben. Innenverteidiger brauchen wir ebenfalls, einen schon hochgezogen, daneben den Kollegen hier aus Frankreich und Lorenzo Meier aus den Niederlanden. Bis zentrale Mittelfeld ziehe ich Leo Parsons hoch, der Kollege, der so viel durch den Positionswechsel gewonnen hat. Und da Herold uns verlassen hat als Rechtsverteidiger, können wir auch Anton Lang, den ich ja letztes Jahr zum Ende gefunden hatte, hochziehen. Beim Rest bin ich mir gerade noch so ein bisschen unsicher, deswegen lassen wir den erstmal in der Jugendakademie noch. Und jetzt also Leute, die Frage aller Fragen. Erstmal unser Keeper, 86er Potenzial. Let's go! Unsere Innenverteidiger Boys, wir schauen rein. Der eine hier 84er Potenzial, Arnold 86er Potenzial. Ja, und der Franzose hier immerhin mit einem Potenzial von 80. Aber ich glaube, der wird den besser Talentierten im Weg stehen. Deswegen, Bruder, haust du rein wieder. Junge, der Parsons hat einfach ein Potenzial von 95. Bitte was? Ach ja, was ich vergessen hatte zu erwähnen. Rick Jansen konnte sein Potenzial immerhin wieder so ein bisschen aufbauen und ist jetzt aktuell bei 85. RMBs Zeit ist jetzt hiermit auch abgelaufen. Bei ihm werde ich auch den Vertrag auflösen, weil er halt den anderen in der Innenverteidigung nur im Weg stehen würde. Und damit haben wir es jetzt zum Start der dritten Saison mehr oder weniger geschafft, eine Startelf fast ausschließlich aus Jugendspielern zu kreieren.
rotieren. Es fehlen eigentlich nur noch Paul Wanner, den ich vielleicht sogar als einzigen Bayern-Jugendspieler, der richtig aus der Bayern-Jugend kommt, bis zum Ende behalten wollen würde. Und daneben Gabriel Vidovic, der sich zwar auch super entwickelt für sein Potenzial vor allen Dingen, aber ich will Meier im Sturm spielen lassen als Mittelstürmer und dann irgendeinen anderen halt auf dem Flügel noch stellen. Die Scouting-Aufträge fürs dritte Jahr, natürlich 9 Monate, defensiv starke Spieler aus Deutschland. Wir suchen alles aus Spanien und technisch begabte Jungs aus Brasilien. Mikel Garcia, unser erstes richtig krasses Talent dieses Jahr, 2,8 Millionen. Ich glaube vom Marktwert her sogar bisher das heftigste. Gut, wir hatten aber auch 15-Jährige dabei, die hatten auch schon 1,5 Millionen wert. Ja, Deutschland liefert auch 1,3 Millionen Talent hier. Noch eins, 1,5, let's go. Oh, bitte, bitte, bitte. Ja, ist in Ordnung. Francisco Ribeiro, 1,2 Millionen Euro wert. Komm mit, Bruder. Aktueller Stand übrigens in der Jugendakademie. Haben wir länger schon nicht mehr reingeguckt. Jonathan Haas, unser geilstes Talent, unser neuer Lasse Meier so mäßig, wobei er natürlich ein bisschen schlechter ist. 71er Gesamtstärke mit 17. Wird der nächste Kandidat sein, den wir hochziehen. Genauso wie auch hier Wilkinson für die 10er-Position. Ansonsten seht ihr hier so gut wie jeder, der so im Bereich von 87 bis über 90 Potenzial ist, der wird spätestens im nächsten Jahr dann hochgezogen. Vielleicht ja auch dann in der zweiten Bundesliga. Wir sind jetzt aktuell im Januar und wir rasieren die dritte Liga endlich komplett gegen den Strich mit sogar jetzt schon 9 Punkten Vorsprung auf Platz 2, ebenfalls 9 Punkte auf Platz 3 und nur 2 Unentschieden sowie 2 Niederlagen. Also das dritte Jahr ist, was das Scouting angeht, bisher deutlich am schwächsten. Und damit sind wir jetzt also endlich angekommen im Mai 2025 zum Ende der dritten Saison. Wo es jetzt also auch das erste Mal für den FC Bayern eine Liga raufgeht. Von der dritten Liga also in die zweite Bundesliga und das mit aller Leichtigkeit. 88 Punkte auf dem Konto, 13 vom zweiten vor Duisburg und im Endeffekt eine unfassbar lockere Meisterschaft. Im Pokal waren wir dieses Jahr A erstmal dabei und B sind wir sogar relativ weit gekommen. Wir haben nämlich erst Lautern geschlagen, dann in der zweiten Runde haben wir Viktoria Köln im Elfmeterschießen besiegt und in Runde 3 dann halt gegen Bremen geflogen. Und das ist die Mannschaft zum Ende des dritten Jahres also auf so gut wie jeder Position. Jetzt also erstmal eine Gesamtstärke von mindestens 70. Es bleiben nur noch Wanner übrig und Vidovic, der uns aber nächstes Jahr verlassen wird. Was sehr interessant wird, denn wir gehen ohne so richtig guten Stürmer dann in die zweite Bundesliga rein. Ansonsten Sommer im Tor hat sich super entwickelt auf eine 71er Gesamtstärke. Meier hier ist übrigens auch schon Nationalspieler mit einer 79er Gesamtstärke in der dritten Liga. Unfassbar wild. Raimond auch sehr, sehr krass auf eine 80 gestiegen. Parsons, für den ich ein bisschen den Weg frei machen musste. Deswegen ist auch Arion Ibrahimovic gar nicht mehr am Start. Aber es hat sich gelohnt, denn er ist immerhin schon mal jetzt auf eine 70 gestiegen und das war ja auch der mit einem Potenzial deutlich über 90. Kurzer Blick auf die Jugendakademie, wo natürlich, wie gesagt, Jonathan Haas nächstes Jahr sehr interessant wird, aber auch Mikel Garcia oder Luca Wilkinson, einer von beiden, einen von beiden werde ich auf jeden Fall hochziehen in die Profimannschaft, vielleicht sogar eher Wilkinson, weil er dann wirklich ein gutes Backup für Paul Wanner wäre. Ansonsten auch die Innenverteidiger werde ich hochziehen, weil wir da eh nicht so wirklich breit besetzt sind. Mal gucken, ob sich da noch was entwickeln kann an Konkurrenzkampf und ansonsten seht ihr ja zum Start des nächsten Jahres, wen wir hochziehen und wen eben nicht. Ah, perfekt, Digga. Das Spiel nimmt mir die Entscheidung ab, weil beide, Luca Wilkinson und Mikel Garcia, ihre Verträge auflösen. Ich wollte die halt nicht jetzt hochziehen, weil so wie ich verstanden habe, haben die da 0 Spiele und das Potenzial sinkt extrem. Deswegen wäre das extrem dumm gewesen. Aber ja, gut, das Spiel übernimmt die Entscheidung und ich ziehe keinen von beiden hoch. Zu unserem Glück verlässt uns kein weiterer Spieler. Damit steht nichts mehr im Wege. Saison Nummer 4, zweite Bundesliga. Los geht's. Oh, ich glaube, weil wir zu wenig Spieler im Kader hatten, hat der Vorstand jetzt automatisch den Vertrag von Gabriel Vidovic verlängert, weil eigentlich lief der ja aus. Ich hatte auch schon damit gerechnet, dass ich ankündige, dass unsere Mannschaft ohne ihn am Start ist, aber nee, er ist noch da und hat noch ein Jahr Vertrag. Kommen wir also erstmal zu den jungen Spielern, die wir hochziehen. Jonathan Haas ist der erste mit dem Potenzial und der Gesamtstärke. Brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären, warum. Es braucht Innenverteidiger im Kader. Der eine Kollege Schröder, den haben wir schon in die erste Mannschaft gezogen und Nils Busch, der nächste, zwei deutsche Innenverteidiger mit beide richtig gutem Potenzial auch. Da es uns an Stürmer fehlt, nehme ich auch einfach mal Jamie Smith mit in die erste Mannschaft. Backup-Keeper Luis Carmona nehmen wir jetzt auch mal mit, weil den Franzosen, den hatte ich freigegeben zwischenzeitlich. Damit sind jetzt also wieder erstmal genug Spieler im Kader und wir können den Vertrag von Gabriel Vidovic auflösen, weil der wäre so oder so nächstes Jahr ausgelaufen. Letztes Jahr, sorry, kurz verwechselt. Moriao wäre eigentlich die erste Option, um Vidovic zu ersetzen. Der hat aber halt nur ein Potenzial von 76. Auch wenn er die bessere Gesamtstärke hat, werden wir ihn freigeben oder kann sich zu Vidovic gesellen. Und dafür wird Jamie Smith, ich werde mich dafür hassen, den vielleicht bis zum Ende zu behalten, aber das wird unser Stürmer. 65er Gesamtstärke, 90er Potenzial und er wird Stammstürmer werden und mit der Unterstützung von Flügeln, die eine 80er Gesamtstärke haben, hoffe ich, dass der auch einige Tore machen wird und sich gut entwickelt. Jonathan Haas müssten wir halt wahrscheinlich verleihen, weil er hat so ein Riesenpotenzial mit 93, aber der wird nicht spielen, weil wir haben einen 81er und 80er Flügel, deswegen für dieses Potenzial muss ich ihn halt leider auf die Leihliste setzen. Dafür ziehen wir einfach das beste Flügeltalent aus der Jugendakademie hoch und das ist Francisco Ribeiro. So, 9 Monate in Deutschland Angreifer suchen. Der Scout aus Japan, der sucht auch einfach mal jetzt in seiner Heimat einfach mal alles. Und zu guter Letzt, USA ist Markt, das können wir nicht leugnen, deswegen gehen wir auch einfach mal dahin und suchen da auch 9 Monate. Die Stadt
Startelf in der zweiten Bundesliga sieht damit also folgendermaßen aus. Paul Wanner ist der einzige Spieler aus der Bayern-Jugend, der hier in dieser Karriere in der Sprint to Glory mit Jugendspielern am Start bleiben wird. Wir haben Smith vorne im Sturm anstelle von Vidovic unfassbar viele Gesamtstärken eingebüßt, was also auch bedeutet, dass wir hier in der zweiten Bundesliga, gehe ich mal zumindest von aus, eher strugglen werden, aber das werden wir herausfinden in den nächsten Monaten. Ich versuche jetzt noch den Kollegen Haas zu verleihen und dann sehen wir uns entweder beim nächsten krassen Talent oder bei der Hälfte der Saison, falls irgendwie 6 Monate Talente Flaute sein sollte. Sevilla und West Ham ist gar nicht mal so verkehrt. Ich schau mal rein bei beiden. Ja, ich glaube bei Sevilla. Bei Sevilla könnte echt was werden. Und deswegen nehmen wir auch deren Leihangebot an. Oh, Max Horn, kannst du was? Ja, Digga, 3,2 Millionen. Die können wir jetzt schon gefühlt in die Startelf ballern. Notiz an mich selbst. Nie wieder in irgendwelchen Fußball-Quatschländern suchen. Vor allen Dingen nicht Länder, die Fußball-Soccer nennen. Digga, Japan ist halt Real Talk, das Land der geilen Animes. Aber nee, Digga, nicht das Land der guten Jugendtalente. Irgendwie gar nicht. Oh, ja, jetzt kommt Watanabe mit 1,3 Millionen Euro Marktwert. Klar, schon 17, aber immerhin mal ein Anfang. Oh, und sogar ein 15-Jähriger mit 1,3 Millionen Wert. Let's go, Alter. Man muss sich nur beschweren. Es war ein Torwart, aber alles easy. Jawohl, auch USA liefert jetzt mal. Hunter Clark, 1,5 Millionen Marktwert mit 16. Übrigens sieht die Mannschaft zur Hälfte der Saison folgendermaßen aus. Und in der zweiten Bundesliga spielen wir sogar direkt um den Aufstieg und sind sogar nur 4 Punkte hinterm ersten aus Bochum. Damit sieht die Jugendakademie folgendermaßen aus. Umso geiler finde ich, dass das Niveau auch hier immer besser wird. Der schlechteste Spieler hat hier gerade eine 57 und wenn man überlegt, am Anfang waren hier noch viele 50er-Ratings. Übrigens läuft die Leihe von Jonathan Haas unfassbar krass. Er hat jetzt schon eine 80 plus 5 und wir sind gerade bei der Hälfte der Saison. Oh, das ist jetzt mal ein richtig gutes Talent aus Japan mit stabilem Potenzial, 15 Jahre alt und 1,3 schon wert. Bitte? Nein, wieso 4-1 gegen Kiel verloren? Wie scheiße kann man eigentlich sein? Ey, 4-1 gegen Kiel. Ja, eine Niederlage, ey, damit sind wir schon raus, glaube ich, oder? Ja, 2-0 gegen Rostock, vielleicht aber doch alles irgendwie gewinnen. Jetzt noch gegen Sandhausen, Männer, bitte straffen irgendwie. Let's go. Ja, let's go, Junge, komm. Reicht das irgendwie? Bitte eine Niederlage, nur eine Niederlage, sonst alles gewonnen. Alles sonst gewonnen, bitte, come on. Oh, wir gehen in die Relegation. Oh nein, wir haben die beiden Clubs aus Hamburg geschlagen, St. Pauli und den HSV. Aber nein, wir sind nur Dritter. Wir schaffen es nämlich nicht, Bielefeld zu schlagen. Damit geht es in die Relegation gegen wen? Och, gegen die Hertha auch noch. Nee, die haben bestimmt voll viel Budget und was für eine Mannschaft, keine Ahnung. Aber ey, ich sag mal so viel, wir haben eine 85er Gesamtstärke hier von Jansen, wir haben eine 87 von Raimond, dafür aber auch eine 72 nur von Smith, der sich aber übelst krass immer noch entwickelt hat. Parson bei einer 75, Busch ist in die Startelf gerückt, da habe ich von, ich weiß nicht, wie der Kollege hieß, ich glaube Arnold, genau, auch ein deutscher Innenverteidiger, habe ich den Vertrag aufgelöst, weil Busch einfach deutlich mehr Potenzial hatte und sich auch deutlich besser entwickelt hatte. Rest des Kaders seht ihr ja, aber wir kommen auf immer mehr und mehr 70er Gesamtstärken auch auf der Bank. Ich kann halt voll schwer einschätzen, was die alle so für Gesamtstärken haben, aber wenn ich sehe, Onyedika, Luke Bacchio, Moreira, wir haben Dardai, Christensen im Tor, Parrot vorne im Sturm, dann wird das schon eine haarige Angelegenheit werden und wenn wir weiterkommen oder die Relegation eher gesagt packen, ist das schon ein mieses Wunder. Gehen wir aber einfach mal rein, Hinspiel im Olympiastadion. Oh, wird ein 1-2-1 und Smith, du Wichser, Digga, verschießt auch noch einen Elfmeter. Ey, das wird, nee, hör mal auf, nee. Aber wir waren sogar leicht besser, eine Chance mehr, mehr Ballbesitz. Come on, jetzt noch irgendwie das Rückspiel. Come on, Leute, dieses eine Spiel entscheidet also, ob es ein weiteres Jahr zweite Bundesliga gibt oder ob wir direkt in die Bundesliga aufsteigen, direkt aus der zweiten Bundesliga. Gehen wir also rein, auswärts ein 1-1 und heim bei uns wird es ein 2-0. Paul Wanner, Junge, Doppelpack. Ich küsse deine Füße. Nicht umsonst, der Kapitän, zumindest in meinem Kopf, er ist es noch nicht, aber auf jeden Fall der Capitano, der einzige Spieler aus der Bayern-Jugend, der hier in dieser Sprint to Glory am Start bleiben darf, macht uns zum Bundesligisten. Let's go. Kein Wunder übrigens, dass sich Smith so gut entwickelt hat, denn er hat einfach mal, ja, 19 Tore und 4 Vorlagen. Also er ist unser mitbester Scorer, der beste Scorer und das, obwohl er halt bei einer 65 begonnen hatte. Nächstes Jahr wollen wir natürlich wieder weitere Spieler aus der Jugendakademie hochziehen. Es kommt aber jetzt auch zu dem Zeitpunkt, dass wir so langsam aber sicher eine Startelf aus Jugendspielern, genauso wie auch ein Kader mit Jugendspielern kreieren, wo dann nicht mehr der Bedarf herrscht, so riesige Talente noch reinzubringen. Aber wir werden natürlich weiterhin Spieler scouten und dann ebenfalls wie bei Haas vielleicht einmal verleihen. Und die kommen dann mit einer krassen Gesamtstärke zurück. Eine unfassbar spannende Relegation, also überlebt. Die Bundesliga ruft und damit legen wir los. Let's go. Ich bin unfassbar hyped. Die Leihe von Jonathan Haas, wie schon angekündigt, war ein unfassbarer Erfolg, denn er kommt mit einer Gesamtstärke mit einem Plus von 7 und 82 wieder zurück. Digga, Rick Jansen hat sich sowas von hochgekämpft.
ist, dass der Bruder jetzt einfach ein 92er Potenzial besitzt. Kann man auch machen. Genauso hat unser Keeper Marvin Sommer auch ein Potenzial von 94. Dieses Jahr schicken wir alle drei Scouts für 9 Monate nach Deutschland. Und das hier ist die Truppe, die es in der Bundesliga also auch schaffen soll, ohne wirkliche Änderungen. Das Einzige, was ich langfristig geplant habe, ist Meier durch seinen guten Schießenwert zum Mittelstürmer zu machen und hier dann Kollege Haas, der ja von der Leihe zurück ist, einzusetzen. Ey Leute, mir ist jetzt erst aufgefallen, dieses Y bei Smith, der wird einfach Smith ausgesprochen. Ey, den Namen Smith ohne ein I zu sehen, war für mich so befremdlich, dass ich den sonst wie ausgesprochen habe. Das wird wahrscheinlich jetzt eh schon 100 Mal in den Kommentaren stehen, aber sei es drum. Jetzt habe ich es gelernt, das ist Smith mit einem Y halt. Sieht man nie, aber ist halt so. Oh yes, Leute, bei Meier können wir endlich die Position ändern, was uns so dermaßen verstärkt in der Startelf. Smith ist gerade so oder so verletzt. Was bedeutet, wer da die Position? Er gewinnt keine Gesamtstärke, aber er spielt im Sturm Stamm. Ja, Digga, der Smith ist auch erstmal mies raus mit dem Leistenbruch für 3 Monate. Das ausschließliche Scouting in Deutschland zahlt sich bisher aus, denn wie man sehen kann, finden wir hier einige Talente mit auch über 1 Million Marktwert und auch relativ jung noch mit 16 Jahren teilweise. Wir sind übrigens mittlerweile im Januar angekommen und stehen mit 4 Siegen und 8 Unentschieden, 20 Punkten relativ solide im Mittelfeld in der Bundesliga. Zum Ende der Saison wird es sogar eine leichte Verschlechterung im Tabellenplatz. Von 12 geht es also auf 13, 38 Punkte auf dem Konto, 7 Zähler vor der Relegation und aber immerhin 14 Punkte vom ersten direkten Abstiegsplatz, 17 Unentschieden an der Zahl. Ich könnte kotzen. Pokal hatte ich, glaube ich, letztes Jahr vergessen zu zeigen, ging aber auch nicht wirklich weit. Wir haben zwar in Runde 2 begonnen, aber sind genauso wie dieses Jahr in Runde 2 ausgeschieden. Und das, obwohl unsere Mannschaft mittlerweile folgendermaßen aussieht. Es ist eigentlich voll krass. Bis auf Busch sieht der Rest richtig, richtig gut aus. Ab 80er Gesamtstärke beginnt, bis auf Parsons, der fehlt halt auch noch, aber sonst 88 hier, 87, 86, sogar über 90 schon vorne im Angriff. Es ist halt, glaube ich, die Verteidigung, die ein bisschen reinscheißt, gerade mit einer 74 in der Innenverteidigung. Busch, Junge, straff dich jetzt mal, gewinn Gesamtstärken. An krassen Jugendtalenten in Anführungszeichen ist nichts wirklich Gutes dazugekommen. Wir haben aber ordentliche Talente, die wir nächstes Jahr auf alle Fälle hochziehen werden. Die 6. Saison steht an, das 2. Jahr in der Bundesliga. Es kann eigentlich nur besser werden. Starten wir also rein in die mittlerweile 6. Saison und da auch direkt mit den Scouting-Aufträgen. Wir suchen technisch begabte Spieler in Argentinien, eine starke Physis in Belgien und defensiv starke Spieler in Brasilien. Außerdem werden wir bei allen Spielern in der Jugendakademie, bei denen es bereits möglich ist, diese in die erste Mannschaft befördern. Von den ganzen hochgezogenen Talenten landen aber auch so gut wie alle auf der Transferliste bzw. auf der Leihliste. Das Beispiel mit Jonathan Haas hat mir richtig gut gefallen und ich will gucken, ob das vielleicht bei dem einen oder anderen auch funktionieren könnte. Die Mannschaft sieht an sich auf so mancher Position schon gefühlt so richtig ready aus, um die Champions League zu gewinnen. Auf mancher anderen Position sind wir eigentlich noch nicht mal Bundesliga-tauglich. Also Kollege Busch, ich hoffe, du entwickelst dich dieses Jahr endlich mal gut. Er müsste Stammspieler sein, die meiste Spielzeit bekommen und sich dann auch hoffentlich gut entwickeln, weil ansonsten muss ich einfach auf ein weiteres Innenverteidiger-Talent hoffen, weil aktuell sieht unsere Auswahl da nicht wirklich groß aus. Erich Haas als Zehner hatte da vorne 67 als ZM, jetzt eine 70. Vor dem Bundesliga-Starte gehen so gut wie alle Leihgeschäfte über die Bühne. Wir haben den Torwart hier, den wir an Empoli verleihen, den Innenverteidiger aus Deutschland nach Portugal zum FC Arouca, den Torhüter aus den USA passend in die MLS verliehen, den Haas, den wir gerade umtrainiert haben, an den FC Burnley, wir haben Ribeiro zum SC Braga und zu guter Letzt den japanischen Flügelspieler an den FC Watford. Um die Lone Army haben wir uns erfolgreich gekümmert, die Entwicklungspläne für unseren aktuellen Kader ebenfalls erledigt und damit können wir jetzt so richtig in die Saison reinstarten. Hoffen wir, dass es besser wird als Platz 13, nebenbei natürlich weiterhin die Suche nach Top-Talenten. Angekommen dann zur Hälfte der Saison läuft es mit den Talenten dieses Jahr bisher noch nicht so richtig gut. Also Pinto ist ein ordentliches Talent, aber ansonsten seht ihr auch schon, wir haben wenige Spieler am Start, die bereits eine Gesamtstärke von 60 haben und das absolute Top-Talent mit irgendwie 15 und bereits 2 Millionen Euro Marktwert bleibt bisher komplett aus. Auf der anderen Seite sieht es dieses Jahr immerhin ein bisschen besser in der Bundesliga aus. Wir sind aktuell zur Hälfte der Saison 7. nach 17 Spielen, 29 Punkte auf dem Konto. Es geht nach hinten noch was, wir könnten noch 9. aktuell sein, gefühlt von den Punkten her. Es geht aber auch nach vorne was. Der Champions-League-Platz, der erste mit 4, 31 Punkte. Hoffenheim ist gerade mal 2 Punkte entfernt von uns. Und der Schritt der Entwicklung in der Truppe bleibt eigentlich relativ ähnlich. Wir haben auf jeder Position gute Plusse, nur Busch, der halt immer noch einen riesen Abstand zum zweitschlechtesten Spieler oder zu den zweitschlechtesten Spieler mit Parsons und Sim hier hat. Das ist immer noch ein unfassbarer Abstand und der wird auch leider nicht kleiner. Oh Mann, ey, Busch, du machst alles kaputt, weißt du das? Ich habe mir jetzt aber auch schon mal Pläne für den Fall gemacht, dass es wirklich mit Busch nichts werden sollte. Wir starten jetzt aber mal rein in die Rückrunde, in der Hoffnung, dass wir vielleicht ja uns wenigstens international dieses Jahr qualifizieren könnten. Mal gucken, wie es läuft. Falls irgendein Top-Talent auf dem Weg zum Ende der Saison sein sollte, dann seht ihr es. Digga, der hat Gesamtstärke bis 82. Komm, ja, Digga, 2,3 Millionen, ja, ist in Ordnung. Aber wenn ich da so 82 lese und dann ist 2,3 Millionen, das sind irgendwie so 66er Gesamtstärke, ist dann immer eine leichte Enttäuschung. Oh, jetzt hier ein Kandidat. Wieder Gesamtstärke bis 80. Das ist immer so ein Bait. Das ist so ein Bait. Ja, 1,4 Millionen. Hat 50er Gesamtstärke gefühlt. Digga, ich weiß, irgendwo ist dieser Jugendspieler mit 80er Gesamtstärke. Ich werde ihn noch finden. Ey, für einen kurzen Moment habe ich gedacht,
gedacht, dass diese Niederlage gegen Düsseldorf und das Unentschieden gegen Union uns das internationale Geschäft kostet. Ist aber zum Glück nicht der Fall. Es ist ein Fortschritt dieses Jahr, auch wenn wir weiterhin gefühlt die Unentschieden-Könige der Bundesliga bleiben mit 12 an der Zahl, 57 Punkte dieses Jahr und Platz 6 in der Bundesliga. Bedeutet also, je nachdem, wer den DFB-Pokal gewonnen hat, geht es entweder in die Conference League schon mal mindestens oder vielleicht sogar auch in die Europa League. Und zu unserem Glück gewinnt Leverkusen den Pott. Digga, sind die Laien eigentlich verbuggt? Ich weiß, Erich Haas ist ein Megatalent, der hat 94 Potenzial, aber plus 12 in einem Jahr durch eine Laie? What the actual fuck is happening hier? Also wirklich jetzt, das ist komplett crazy. Dann hast du aber auch so einen Hikaru Endo, der nur plus 1 hat. Also er hat wahrscheinlich gar nicht gespielt, aber selbst wenn er komplett spielen sollte, der Haas, Digga, das ist doch voll unrealistisch. Aber auch unser Keeper hier mit Einsätzen, die er, denke ich mal, hatte, Caleb Lewis, plus 7 in einem Jahr. Genauso Arnold als Linksverteidiger, ich weiß nicht, wie lange der verliehen ist, aber plus 6 im Rating. Und das ist die Mannschaft von den Ratings. Sieht unfassbar krass aus. Wir haben einen kompletten 90er Angriff, bestehend aus 91, 90 und sogar 94er Gesamtstärke. Paul Wanner dieses Jahr auch einen miesen Schritt nach vorne gemacht, jetzt mit einer 88er Gesamtstärke. Die schlechtesten Spieler halt immer noch Busch, leider Gottes, mit einer 78er Gesamtstärke nur. Und dahinter dann wiederum Sinn, Parsons mit einer 83 und Lang als Rechtsverteidiger mit einer 84. Was das Niveau der Talente dieses Jahr angeht, hatten wir leider ein bisschen viel Pech, denn wenn man sich das Ganze mal so anguckt, auch das Potenzial der Spieler, ist es dieses Jahr einfach ein nicht so krasser Jahrgang, wenn man das mit den letzten vergleicht. Also da hatten wir so dermaßen viele Spieler, auch schon mit 60er Gesamtstärke, mit niedrigem Alter, mit 15, 16 Jahren. Hier haben wir halt mehr Spieler, die 16, 17, 18 sind und auch nicht das Riesenpotenzial, also was heißt Riesen, nicht im Bereich von 90 oder mehr haben, wobei bei manchem sieht das Ganze schon so aus, aber es ist jetzt halt auch die Frage, man muss ein gewisses Niveau haben, um jetzt in diese Mannschaft reinzukommen und Potenzial gehört halt dazu. Man hat es bei Haas gerade gesehen, den Kollegen, den wir verliehen haben, genau solche Talente braucht es und davon haben wir dieses Jahr leider nicht wirklich viele. Damit haben wir also auch die 6. Saison mittlerweile abgeschlossen, das 7. Jahr steht an, wir fucken gar nicht lang rum und starten rein, da natürlich direkt mit den Scouting-Aufträgen. Dieses Jahr zurück zu den Wurzeln, defensiv starke Spieler in Deutschland, technisch begabte Spieler aus Frankreich und starke Physis suchen wir dieses Mal in den Niederlanden. Höchste Zeit, die Jugendakademie mal wieder ein wenig auszudünnen, indem wir alle Spieler mit einem Rating von 60 zu den Profis befördern. Oh, endlich, Digga, 3,3 Millionen. Ich glaube, vom Marktwert her vielleicht sogar mit oder entweder das beste Talent. Dieses Jahr ist es keine Loan Army, liegt auch daran, dass wir nicht so viele Spieler zurückbekommen haben von den Laien. Die frisch hochgezogenen Jugendspieler werden aber allesamt verliehen, 3 Stück an der Zahl. An der Mannschaft werden wir dieses Jahr nicht viel verändern, denn Busch bekommt seine letzte Bewährungsprobe, jetzt, wo auch Dreifachbelastung ansteht. Ich habe mir, wie gesagt, Pläne gemacht und der Plan wäre Sinn, der kann als Innenverteidiger spielen und wenn mich nicht alles täuscht, die Position auch noch erlernen. Denn er ist auch gerade mal 23, deswegen eine Woche würde das Ganze brauchen. Er kann es definitiv spielen. Und der Plan wäre dann fürs nächste Jahr Erich Haas, nachdem er von seiner Leihe zurückkommt, in die Startelf rein zu integrieren. Doppel-10 mit Wanner und Kollege Parsons, auch wenn er es nicht wirklich kann, macht dann den einzigen Achter dahinter. Noch ist diese Änderung aber keine finale Sache und wir starten jetzt endlich so richtig in die 7. Saison rein, weil die Vorbereitungen mal wieder abgeschlossen sind. Halt machen wir entweder bei der Hälfte der Saison oder beim nächsten richtig krassen Talent. Oh nö, das ist jetzt zum ersten Mal passiert. Sporting Gijón hat uns ein Megatalent weggeschnappt. 15 Jahre, 1,2 Millionen wert, Potenzial von mindestens 83. Oh Mann, ey. Zu unserem Glück in Frankreich, Lambert, 1,6 Millionen Euro wert, der bleibt uns aber erhalten. Der Start in dieses 7. Jahr war eine absolute Katastrophe. 4 Niederlagen, die wir aktuell haben, haben wir, glaube ich, fast alle am Anfang geholt. Jetzt stehen wir mit 35 Punkten, aber aktuell zur Hälfte der Saison auf Platz 3. Es sieht gut aus, Champions League ist dieses Jahr auf jeden Fall drin und irgendwie ist die TSG Hoffenheim aktuell Erster und die sind auch richtig gut geworden über die Zeit. Im Pokal sind wir natürlich nicht mehr drin, da läuft es standardmäßig wie in jedem Karrierevideo bei mir. Da sind wir erste Runde halt direkt gegen Leipzig rausgeflogen und da nehmen die Europa League, blicken wir also mal rein. Wir hatten in der Gruppe Malmö, Real, Valladolid und keine Ahnung, wer der letzte Verein ist, sind aber easy Gruppenerster geworden. Ich sag nicht viel zur Mannschaft, Leute. Ihr seht die Ratings. Es ist richtig krass mittlerweile. Es gibt immer noch ein Sorgenkind, über das es zu reden gilt, nämlich Busch. 1 plus 1 in einer halben Saison, wo sich andere Spieler hier vorne im 90er-Bereich plus 2 sogar entwickelt haben. Ey, ich weiß nicht, was mit dem Typen falsch ist, aber Leute, ich glaube, da müssen wir nächstes Jahr eine Änderung vornehmen. Das kann so nicht mehr weitergehen. Er hat jetzt noch die Rückrunde Zeit. Wenn er aber da nicht irgendwie auf eine 83 aus magischen Gründen kommt, dann ist die Zeit leider abgelaufen für den Kollegen. Juni 2029 mittlerweile. Die Frage, die sich stellt, haben wir dieses Jahr den ersten Titel vielleicht gewonnen? Dieses Jahr haben wir zwar keine riesen Auswahl an den Talenten, aber ich habe vom Gefühl her, das Niveau ist besser wieder geworden. Wir haben nur 60er Gesamtstärken und das Potenzial ist auch bei jedem Spieler zumindest gut. Zuerst aber mal die Bundesliga. Es war echt knapp im Kampf um Platz 3, Platz 2
und auch die Meisterschaft. Hoffenheim ist übelst abgerutscht nochmal in der Rückrunde auf Platz 5, um genau zu sein. Wir werden am Ende des Jahres Vierter. Es fehlt nur ein Punkt auf Platz 3. Es fehlen nur vier Punkte auf Platz 2. Und es fehlen im Endeffekt 5 Punkte auf den Meister. Ein wahnsinniger Schritt nach vorne. Pokal wissen wir bereits. Frankfurt gewinnt das Ding. Wir sind aber eh für die Champions League qualifiziert. Und zu guter Letzt die UEFA Europa League. Und diese haben wir tatsächlich dieses Jahr gewonnen. Das heißt, egal ob wir in der Top 4 gelandet wären oder nicht, für die Champions League nächstes Jahr hätten wir uns so oder so qualifiziert. Das hier ist die Mannschaft, Leute. Busch hat es auf eine 82er Gesamtstärke geschafft. Das Sorgenkind der Mannschaft. Ich glaube, Leute, auch wenn ein 82 respektabel ist, der hat sich einfach über die Jahre zu wenig entwickelt. Wenn ich das mit Blondel hier als Kollegen in der Innenverteidigung vergleiche, es ist einfach zu wenig. Bedeutet also, wir werden genau das durchziehen, was ich ja auch schon angekündigt hatte. Sungso Shin, unser ZDM aus Südkorea, wird zum Innenverteidiger und steigt plus 3 in der Gesamtstärke auf eine 88. Also damit hat es sich jetzt schon übelst gelohnt. Nerich Haas hat zwar dieses Jahr nur ein plus 4 im Rating, ist aber gerade mal 20 und hat wie gesagt ein Potenzial von 94. Damit können wir jetzt also endlich auch dieses siebte Jahr abschließen. Hier in dieser Jugendspieler Sprint to Glory, nachdem wir den FC Bayern zerstört haben, jetzt also mit Jugendspieler wieder am Aufbauen sind. Wir sind einen Schritt weitergekommen, die Champions League steht nächstes Jahr im Programm und mal gucken, wie weit es da gehen wird. Und so sieht die Truppe also für diese achte Saison aus. Wir haben jetzt also Haas, der als Laie-Zurückkehrer am Start ist, in der Startelf auf der Doppel-10, neben Vanna Parsons dahinter, der jetzt aber auch immer mehr und mehr Defensivwerte trainiert. Sind in der Innenverteidigung mit einer 88er Gesamtstärke, passt perfekt in die Viererkette. Die Mannschaft sieht immer stärker aus und ich habe halt das Gefühl, mit Haas und seinem Potenzial, wie er sich jetzt die letzten zwei Jahre entwickelt hat, dass das besser funktionieren wird, auch wenn ich mir die Werte alleine schon angucke, als bei Kollege Busch in der Innenverteidigung. Und ich glaube, Leute, mittlerweile sind wir auch an so einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr vier Jugendspieler scouten muss, denn wir haben jetzt auch mit diesen ganzen Laien, die wir am Start haben oder auch Spieler, die zurückgekehrt sind, so eine gute Breite. Es ist mittlerweile schon gefühlt zu breit und ich kann ja nicht so einen richtigen Überblick hier behalten. Und wenn wir dann noch mehr Spieler in die Mannschaft reinfügen, dann wird das alles noch unübersichtlicher. Deswegen hätte ich jetzt einfach mal gesagt, dieses Jahr für die achte Saison werden wir keine Jugendspieler scouten, sondern uns einfach mit dem, ja, fokussieren und konzentrieren, was wir am Start haben. Oliver Blanchard ist übrigens einer, der uns jetzt ablösefrei verlassen hat, ist mittlerweile auf 24, war eines unserer ersten Talente sogar, wenn mich nicht alles täuscht, und war halt einfach nur eine zweite Option. Kurz also noch um die Entwicklungspläne gekümmert und dieses Mal werden wir also nicht von Monat zu Monat simulieren, so wie ich das Ganze bisher immer mache und dann auf die Jugend schauen, sondern direkt zur Hälfte der Saison und dann mit einem kleinen Zwischenfazit. Zur Hälfte der Saison stehen wir in Saison Nummer 8 auf Platz 1 endlich in der Bundesliga mit nur einer einzigen Niederlage. Es ist aber auch prinzipiell noch gar nichts entschieden. Im DFB-Pokal sind wir dieses Jahr auch endlich mal drin. Im Viertelfinale geht es ran gegen den Club, gegen den 1. FC Nürnberg. Und zu guter Letzt die UEFA Champions League Achtelfinalgegner ist Ajax Amsterdam. Wir sind nämlich irgendwie mit 10 Punkten lediglich Gruppenerster geworden, weil wir mit Lyon, Real Sociedad und Schachter Donetsk echt relativ auf einem Level waren. Das hier ist die Mannschaft, Leute, und ja, ich sehe es super gerne, denn genau das, was ich mir vorgenommen hatte, klappt super. Wir haben den zweiten Haas in der Startelf mit einer 84er Gesamtstärke bereits. Ich glaube, bei dem Potenzial, was er hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich schneller entwickelt, einfach deutlich größer als bei Busch. Und wir haben bald auch einen Spieler mit einer 99er Gesamtstärke. Wie krass ist das bitte? Prinzipiell haben wir ja sogar eigentlich noch die Chance offen, alle drei Titel und damit das Triple zu gewinnen. Ist wahrscheinlich nicht wahrscheinlich. Deswegen gehen wir einfach mal rein in die Rückrunde. Lassen uns überraschen. Vor allen Dingen Ajax in der Champions League kann ich halt gar nicht einschätzen. Haben die nur eine Mannschaft gefühlt aus Top-Talenten, die sich jetzt total entwickelt haben? Haben die gefühlt eine Mannschaft mit 80er Gesamtstärken nur knapp über? Weiß ich nicht. Perfekt, Digga. Freiburg schlägt uns. Christian Streich vermiest mir schon mal den Start in die Rückrunde. Danke für nichts. Ja, 5-1 gegen Mainz, Digga. Genau, nein, unentschieden gegen Ajax. Ich wollte sagen, genau das sind die Ergebnisse, die wir brauchen. Genauso auch 2-1 gegen Leipzig. Sieg gegen Hoffenheim, let's go. Hey, aber jetzt das Rückspiel gegen Ajax, Männer. Ja, 3-1 heim, Junge. Das ist ja mittlerweile so, dass die Heimsimulation komplett schwächer ist als die Auswärtssimulation. Da verliert man meist die Dinger dann. Aber hier gewinnen wir 3-1 und ja, treffen auf Atalanta Bergamo. Digga, kann man die schlagen? Ja, kann man. Eigentlich schon. Safe, Digga. Wen haben die bitte? Eigentlich niemanden. Let's go, Alter. 2-2 im Rückspiel. Ey, und jetzt nur noch das Halbfinale, oder? Ich glaube schon, ja. Bochum, Halbfinale, Pokal. Let's go. Finale steht an. Und jetzt Manchester United und 2-1. Rückspiel 4-1. Baba-mäßig, Digga. Mai 2030, 8 Jahre hat es insgesamt gebraucht, ausschließlich mit Jugendspielern. Wir haben den FC Bayern zuerst zerstört, die ganzen Spieler mit einer Gesamtstärke von 70 oder mehr entfernt zu freien Spielern gemacht, dazu den Verein in die dritte Liga befördert und von da mit Jugendspielern gearbeitet. Und jetzt stehen wir im Champions League-Finale gegen wen auch sonst, Manchester City. Kommen wir aber davor noch zu den anderen Wettbewerben in der Liga, dieses Jahr wieder 10 unentschieden, aber das ist egal, denn wir gewinnen die Meisterschaft, 76 Punkte auf dem Konto, 7 Punkte Vorsprung vor Leverkusen.
Leverkusen und 13 sogar vor Leipzig. Pokal war dieses Jahr auch kein Problem. Finale 3:1 gegen den FC Augsburg gewonnen, davor die Freunde aus Bochum geschlagen, Nürnberg im Derby aus Bayern geschlagen. Dann die Schalke, auch ein interessantes Duell immer in Deutschland, im Elfmeterschießen sogar besiegt in Runde 2 und dann erste Runde Hoffenheim, also das war noch mit unser stärkster Gegner. Zu guter Letzt die Champions League, wo wir ja mit Ajax auch anfangs so ein bisschen unsere Probleme hatten. Brighton unter anderem auch im Achtelfinale, sehr verrückt. Wir haben im Viertelfinale ja auch gegen Bergamo ein bisschen gestruggelt, nur um dann aber Man United komplett aus dem Leben zu nehmen. Leverkusen hätte auch ins Finale kommen können, schade, dass es nicht passiert ist. Und jetzt also City gegen Bayern. Und das mit der folgenden Mannschaft hier, ich sehe Blondell ist einfach verletzt. Wie bitter ist das denn? Das heißt Busch, den ich eigentlich so gefühlt absolut hasse, der darf jetzt im Champions League Finale einfach von Anfang an. Ansonsten die Ratings, Junge, einfach Raimond hat eine 99er Gesamtstärke. Wie crazy ist das bitte, Junge? Holy shit. Ansonsten aber auch hier Sommer im Tor mit einer 94er Gesamtstärke. Sin, unser Innenverteidiger, der glaube ich aus der Jugend, also aus der Jugendakademie kommt, die man zum Start der Karriere hatte, hat sich mega krass entwickelt. 92er Gesamtstärke, unfassbar krass, ey, wirklich zu wild. Wir haben Wander mit einer 90, auch der sein Potenzial übertroffen. Wir haben Haas mit einer 93, Meier dasselbe, Rest der Gesamtstärken seht ihr ja. Es ist aber ein richtig geiler Kader, eine richtig geile Startelf und auch gute Spieler für die Bank. Gehen wir damit rein ins letzte Spiel, also dieses Videos, hoffe ich mal zumindest. Wir haben Haaland, Szoboszlai, Fabian Rieder als Sechser ist es, glaube ich. Das ist ein bisschen sehr offensiv. Wir haben Olmo, Kimpembe, Jean-Mario, Parisi, auch ein stabiler Transfer für Linksverteidiger. Ich denke mal, Xavi Simmons vorne mit Haaland und Foden. Gehen wir rein, komplette Jugendmannschaft mit Paul Wanner noch dazu, um drauf im Tottenham Hotspur Stadium. Let's go. Come on, Leute. 8 ganze Jahre Scouting-Bericht nach Scouting-Bericht abgegrast. Spieler selber aufgebaut, Spieler verliehen und so aufgebaut. Ligen aufgestiegen bis hin in die Bundesliga von der dritten Liga. Von 0 auf 100 so mäßig die Truppe aufgebaut. Sin, unser Capitano, führt die Truppe ein. Sommer dahinter. Einfach auch absolute Ironie, dass wir einen deutschen Keeper haben, der Sommer dann auch noch mit Nachnamen heißt hier beim FC Bayern. Aber sei es drum, Leute. Starten wir rein ins Finale. Ich bin umso gespannter, wie sich die ganzen Spieler, gerade die Top-Leute, so steuern lassen. Der Kollege hier, Raimond, auf dem rechten Flügel hat eine 99, das ist absolut crazy und starten wir jetzt endlich rein. Ja, City macht so ein Pressing, Alter, das ist ja unfassbar. Ja, ciao. Und jetzt ist die Mitte komplett frei. Ja, Haaland. Ja, Haaland. Ja, trifft nicht. Zum Glück, ey. Komm, Digga, wir müssen irgendwie einfach dreckig kontern. Dreckig kontern. Da sehe ich ihn noch laufen. Den Kollegen mit der Nummer 9. Ist es Raimond? Ist es der Mann mit der 99? Ey, Digga, er kann nicht schießen, Bruder. Wofür hast du eine 99? Du kannst nicht passen, du kannst nicht schießen, du kannst gar nichts. Ja, come on, Digga, Meier. Oh mein Gott, er hat so einen Platz. Er ist so schnell, Digga. Mit, Bruder. Der Spree. Ich kann nichts mehr sagen, Leute. Mein Gehirn ist nur noch Matsch, Alter. Ihr merkt es schon, ne? Der Speedrunner, wollte ich eigentlich sagen. Der Roadrunner. Und am Ende kam nur raus. Oh mein Gott. Ich lasse es jetzt aber einfach drin im Video. Ich habe keinen Bock, das neu zu kommentieren. 14,9 Meter, ein dreckiger Konter. Lasse Meier, eins unserer ersten richtig heftigen Talente hier in dieser Jugendspieler-Sprint to Glory. Ich kann mich noch daran erinnern, ja, ich habe nur darauf gewartet, den mal hochzuziehen, als er 15 war und schon irgendwie eine 70 gefühlt, 75 hatte. So, und jetzt ist es endlich soweit, wir beide im Champions-League-Finale. Er und ich, Mignon. Ey, hör mal auf. Nee, weiß ich jetzt nicht, Digga, schon wieder Latte. Oh mein Gott. Weg. Danke, tschüss. Du immer noch. Oh ja, und wie er lang schickt. Sein Außenverteidiger-Boy. Und der wieder zurück. Der schafft Raum für Raimond. Und Raimond ist ein Robben. Nee, Digga, der ist Robbens kleiner Zehnagel. Oh, wir werden so ausgekontert nach der Ecke. Nein. Oh mein Gott, nein. Bitte nicht. Sinn. Nein, das gibt es doch nicht, Phil Foden, Digga, er nimmt mich so auseinander, er macht alles alleine, er will nicht mal in die Mitte spielen, was ich komplett erwartet hätte, nein! Oh mein Gott, ja, Haas, Digga, ich weiß nicht, wer es von beiden ist, ich hoffe, der Flügelboy mit 90 Tempo, sieht aber gut aus, ja, vorbei an Parisi, Digga, wo sind die Leute in der Mitte? Wo sind die Bresen in der Mitte? Da ist gar keiner! Müssen wir warten, noch eine weiter jetzt, nein, Digga, Mann, wir haben halt kein Glück wie City, dass wir mal Freiraum haben oder so, nein! Da ist direkt die halbe Truppe schon wieder hinten. Jetzt. Hey, und der Pass ist zu schlecht. Wir machen aber Pressing des Todes. Jetzt, Raimond. Danke. Oh mein Gott, ey. Ich hätte es mir nicht verziehen, wenn wir so viel Glück haben gegen City. Ey, hier zweimal Latte getroffen vom Freistoß. Aber nee, Alter. Und dann 1-1 so aus dem Nichts in Konter. Obwohl wir eigentlich selber voll das 2-0 am Fuß haben. Aber jetzt ist es endlich wieder gut. Zumindest sind wir in Führung. Das ist das Wichtigste erstmal. Ganz starkes Pressing. Und dann der andere Haas, glaube ich, fängt den Ball ab. Super stark gemacht. Direkt auf Raimond. Und der dann rein ins Glück. Endlich, Junge. Haben wir ja wieder so stark abgefangen. Oben, Digga. Oben ist der Platz. Haas, Junge. Rein ins Glück. Und der geht rein. Oh mein Gott. Ins kurze Eck, Digga. Ederson mit einem Riesenpatzer.
mit einem riesen Patzer. Und diesmal ist es der andere Haas in sehr, sehr wichtiger Position für dieses Tor. Für das 3:1. God bless, Alter. Wir müssen uns keine Sorgen wahrscheinlich machen um irgendwie noch ein Tor von Haaland in der 89. Oh mein Gott, Dankeschön. Ja, Replay-Kamera on fleek. In dem Sinne, EA Sports, ihr seid ein Kackhaufen. Egal, sei es drum, Leute. Die Jugendspieler Sprint to Glory mit dem FC Bayern. Wir haben ihn zuerst zerstört und damit Jugendspieler wieder aufgebaut. Ist abgeschlossen. Nach 8 Jahren haben wir es also geschafft, den glorreichen FC Bayern wieder zum deutschen Meister gemacht und jetzt also auch zum Champions League-Sieger. Wieder das Triple gewonnen und das also ausschließlich mit Spielern aus der Jugendakademie. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Wenn es der Fall ist, solltet vergessen, Daumen nach oben. Nicht gerade für den Aufwand hier, Leute. Das werden auf jeden Fall 7 bis 8 Stunden Aufnahme sein und wahrscheinlich auch nochmal 3-4 Stunden im Schnitt, Leute. Deswegen, ich würde mich über jeden Support freuen. Daumen nach oben nicht vergessen. Abo-Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ansonsten einen Kommentar für den Algorithmus. Gerne auch mit weiteren Vorschlägen. Und wenn ihr das Video bis zu dieser Stelle hier geguckt habt, dann schreibt mal gerne den Hashtag Jugend in die Kommentare. Wer das Video hier bis zum bitteren Ende geguckt hat, da werde ich natürlich auch die Kommentare herzen, so viel es geht. Ich weiß, es werden wieder unfassbar viele Kommentare sein, deswegen, ich werde wahrscheinlich es nicht bei allen hinkriegen, aber bei den meisten. Deswegen, Leute, ich verabschiede mich, wünsche euch einen wunderbaren Tag. Haut rein und ciao.